Georgette! Ja? Wann sind Sie endlich mit dem Badezimmer fertig? Ich möchte da rein. Ich komme sowieso nur noch einmal in der Woche, Monsieur Letoire. Und wenn ich dann das Bad nicht gründlich schrubbe... Machen Sie es doch, nachdem ich gebadet habe. Aber heute pressiert es doch nicht am Samstag. Da brauchen Sie doch nicht zur Arbeit. Ich denke mir immer, Und ich denke, dass eine Putzfrau nicht so viel faseln soll. Und dass Morgenstunde Gold im Munde hat. Solange ich lebe, stehe ich jeden Tag um 5 Uhr auf und bin trotzdem nicht reich geworden. Nanu, was denn das? Erwarten Sie jemand zu dieser frühen Stunde, Monsieur? Nein, niemand. Ja, aber das soll Sie nicht abhalten, die Tür aufzumachen. Morgen? Monsieur Letoire zu Hause. Schon, aber er hat noch nicht gebadet. Dann wird er eben später baden. Ach, guten Morgen, mein lieber Grotieu. Was bringt Sie denn so früh hierher? Und das noch am Samstag? Entschuldigen Sie, ich bin noch nicht angezogen. Ich weiß, es ist noch sehr früh. Aber ich komme absichtlich so früh. Ist was Dringendes? Als wir uns gestern Abend im Büro verabschiedeten... Als wir uns gestern Abend im Büro verabschiedeten... Ja, was ist denn? Ach so, ich verstehe. Georgette, würden Sie für mich was besorgen? Jetzt sofort? Jawohl, jetzt sofort. Na gut, was soll ich denn bringen? Ein bisschen Gänseleber in der Tube. Gänseleber in der Tube? Gibt's denn überhaupt sowas? Ja, natürlich. Ist eine Delikatesse, aber schwer zu finden. Also schauen Sie in allen möglichen Geschäften nach. Es wird aber lange dauern, Monsieur. Die Läden in der Umgebung sind alle weit auseinander. Das ist der verdammteste Bezirk hier von ganz Paris. Ja, lassen Sie sich Zeit, Georgette. Na ja, was ist denn? Worauf warten Sie noch? Auf den Schlüssel. Ach so. Hier. Danke. Na los, gehen Sie schon. So ein Blödsinn, Gänseleber in der Tube. Nun, Letoire, ich wollte sagen... Als wir uns gestern Abend im Büro verabschiedeten, hatte ich den Inhalt des Geldschranks noch nicht überprüft. Überprüft? Ja. Manchmal mache ich überraschende Kontrollen. Sie können mir nichts mehr vormachen, Letoire. Offen gesagt, ich wusste nicht, dass Sie so große finanzielle Sorgen haben. Allerdings, dieses hübsche Haus mit Garten und so weiter... Sie haben es vor kurzem gekauft, nicht wahr? Sie wagen es, mich zu verdächtigen? Bei der Firma haben nur 3 Personen Zugang zum Geldschrank. Der Direktor, Sie und ich. Der Direktor befindet sich seit 8 Tagen im Ausland und kommt erst anfangs der Woche zurück. Was mich betrifft, mein Gewissen ist rein. Meines auch. Hören Sie, Letoire, machen Sie die Geschichte nicht noch schwieriger, als sie ohnehin ist. Eine Nacht lang habe ich darüber nachgegrübelt. Soll ich Sie einfach anzeigen oder Ihnen noch eine Chance geben? Sie ohne Warnung anzuzeigen, das ist nicht mein Stil. Also bleibt Ihnen eine letzte Chance, Letoire. Wenn Sie das Geld noch haben, geben Sie es mir sofort zurück. Dann will ich Ihr Vergehen als einen flüchtigen Fehltritt betrachten und das Ganze vergessen. Wenn nicht... Dann? Dann gehe ich sofort zur Polizei. Sowas werden Sie doch nicht tun, Grotieu. Doch, das ist eine Frage des Prinzips. Ruhig Blut, Grotieu. Eigentlich hat Sie niemand beauftragt, den Inhalt des Geldschranks zu überprüfen. Tun Sie so, als ob Sie nichts entdeckt hätten. Ich kann unmöglich das Risiko auf mich nehmen, später eventuell der Beihilfe bezichtigt zu werden. Außerdem bin ich ein ehrlicher, direkter Mensch. Also, her mit dem Geld. Geld oder Polizei? Ist das Ihr letztes Wort? Ja, ich fürchte, Letoire, Sie haben keine andere Wahl. Könnten Sie mir nicht wenigstens 4 oder 5 Tage Zeit geben? Keine langen Mätzchen. Haben Sie das Geld? Ja oder nein? Ich? Gewiss habe ich das Geld. Selbstverständlich. Bloß wer garantiert mir, dass die Sache unter uns bleibt? Bis jetzt hat noch niemand etwas davon erfahren, mein Wort, Letoire. Sie hätten zum Beispiel heute früh zu Ihrer Frau sagen können, ich muss jetzt zu diesem verfluchten Letoire, der ein bisschen im Geldschrank unserer Firma herumgeschnüffelt hat. Stimmt's? Nein, ich habe zu keinem mein Wort verlauten lassen
Und es weiß auch niemand, dass ich jetzt hier bin. Tatsächlich? Na, dann ist doch alles in Ordnung. Ausgezeichnet. Vedula, um Himmels Willen, was soll denn das? Was machen Sie mit der Pistole? Die dritte Alternative, lieber Freund. Gestatten Sie? Gut, dass sie einen Schalldämpfer hat. So kann die Sache weiterhin unter uns bleiben. Oh, hab ich mir die Beine krumm gelatscht. Mehr als eine Stunde bin ich rumgerannt wegen dieser idiotischen Gänseleber noch dazu umsonst. Monsieur! Monsieur Le Trois, wo sind Sie denn? Keine Seele. Ach, vielleicht ist er im Garten. Da sind Sie ja, Monsieur Le Trois. Ich suche Sie schon überall. Was? Was ist? Ach so, Sie sind es, Georgette. Habe ich Sie erschreckt? Erschreckt mich? Wieso? Guck mal einer an, Sie arbeiten hier im Garten? Ich? Ja, ich lege Kartoffeln. Sie legen Kartoffeln in dieser Jahreszeit? Im Morgenrock? Das ist aber gefährlich, Monsieur. Sie können sich erkälten. Das ist doch meine Sache. Hören Sie, Monsieur, diese Gänseleber in der Tube kann ich nirgendwo auftreiben. Wie? Ach so, schon gut. Spielt keine Rolle. Ist der andere Herr schon weg? Ja, der ist weg. Der hat seinen Hut vergessen. Seinen Hut? Habe ich gar nicht bemerkt, verdammt. Noch eine ähnliche Unachtsamkeit von mir. Der Unachtsame ist er und nicht Sie, Monsieur. Ja, stimmt eigentlich. Am Montag bringe ich ihm den Hut zurück. Georgette? Monsieur? Sagen Sie keinem Menschen Wort über diesen Besuch, verstanden? Der Arme hatte Unannehmlichkeiten und... Naja, kurz, es braucht niemand zu erfahren, dass er heute bei mir war, verstehen Sie? Ach, wie ich Sie verstehe, Monsieur, ich sage doch nie ein Wort. Diskretion. Verschwiegenheit gehört doch zu meinem Beruf, sage ich immer. Ich räume heute hier auf und morgen da. Wenn Sie wüssten, Monsieur, was man da alles sieht und hört, wirklich die sonderbarsten Dinge. Und bei den Leuten, die genauso anständig aussehen wie Sie und ich. Ja, Monsieur, da können Sie sich gar nicht vorstellen. Was man da alles erlebt, wenn ich auspacken würde, aber wie gesagt... Hoffentlich wird diese dumme Gans nicht quatschen. Kann sie doch nicht auch noch beiseite bringen. Dieser Grottier reicht für heute. Was ist bloß mit mir los? Mit der Unterschlagung habe ich nur Gefängnis riskiert. Und jetzt? Jetzt hängt die Guillotine über mir wie das Schwert des Damokles. Dieses Loch im Geldschrank muss gestopft werden. Aber wie? Geld ist verjubelt. Wer hätte auch gedacht, dass ich das Zeug so schnell zurückerstatten muss? Das ist zu dumm. Wo soll ich die Moneten nur hernehmen? Oder meinen Sie etwa, Monsieur, ich sei keine anständige Frau? Also, Monsieur, da höre ich doch rein zufällig, wie sie mit einer Freundin telefoniert, im Zimmer nebenan. Und sie sagte, ich würde viel darum geben, wenn ich diesen Blödsinn nie gemacht hätte. Was? Wer hat das gesagt? Das junge Mädchen, von dem ich Ihnen schon die ganze Zeit erzählt habe. Welches Mädchen? Na, die, zu der ich jeden Donnerstag zum Putzen gehe, Mademoiselle Martinelle. Und wofür würde sie viel geben, diese Mademoiselle Martinelle? Monsieur, das habe ich Ihnen doch schon die ganze Zeit erzählt. Wenn sie nicht Ballett getanzt hätte, bevor sie volljährig war. Wieso? Ist doch keine Schande. Sehen Sie, das meine ich auch. Außerdem hat sie mir gesagt, dass das richtig kunstvoller Tanz war. Ein Ballett für gebildete, vornehme Leute. An die Farbe kann ich mich allerdings nicht mehr erinnern. Wieso Farbe? Was ist denn das für ein Blödsinn? Ballett mit der Farbe. Ja. Warten Sie mal. War diese Farbe vielleicht rosa? Ja, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Der Name war Rosenballett. Wahrscheinlich müssen Sie mal die rosa Kleider angehabt haben. Kennen Sie sich denn im Tanz so gut aus, Monsieur Le Trois? Und Ihre Mademoiselle Martinelle hat in diesem Ballett getanzt, bevor sie volljährig war? Ja, ja. Sind Sie da ganz sicher? Ganz sicher, Monsieur, nach allem, was ich gehört habe, als sie mit ihrer Freundin telefoniert hat. Sie hat zwar leise gesprochen, aber ich war ja doch zufällig gerade an der Tür. Sie hat auch gesagt,
Ihr Bräutigam wäre empört, wenn er davon erfährt, und der wäre fähig, die Verlobung sofort aufzulösen. Die arme Kleine, die liebt ihn doch so wahnsinnig. Das würde die nie überleben. Vielleicht hat sie sich nur aus Berechnung mit ihm verlobt. Aus materiellen Gründen. Mademoiselle Martinelle? Das würde mich wundern. Die verdient doch sehr gut. Die ist Modezeichnerin in einem großen Salon oder sowas ähnliches. Außerdem hat sie sicher damals beim Rosenballett ganz schön was zurücklegen können. Ich habe mal eine Modezeichnerin gekannt. Sie wohnte Rue Delamar 105 in Saint-Cloud. Ist das nicht zufällig dieselbe? Oh nein, ganz bestimmt nicht. Mademoiselle Martinelle wohnt in der Rue de la Borde, Nummer 44 im 8. Bezirk. Die hat ein sehr hübsches Appartement. Martinelle Modezeichnerin, Rue de la Borde 44, 8. Bezirk. Für die Sie gekannt haben, war die auch Tänzerin? Nein. Jetzt aber Schluss mit dem Geschwätz, Georgette. Solcher Klatsch ist Zeitverschwendung, außerdem uninteressant. Kümmern Sie sich um Ihre Arbeiten, lassen Sie mich meine tun. Wollen Sie noch mehr Kartoffeln legen? Nein, ich muss jetzt jemand anrufen. Stören Sie mich dabei unter keinen Umständen. Und vor allem horchen Sie nicht an der Tür. Ich an der Tür? Aber Monsieur, als ob das meine Art wäre. Diskretion, sage ich immer. Nein, nein, Monsieur. In meinem Beruf muss man stumm sein wie ein Grab. Da muss man die Nase aus dem Kram der anderen Leute heraushalten. Sonst redet man vielleicht über Sachen, die Schaden anrichten können. Hallo? Kann ich bitte Mademoiselle Martinelle sprechen? Am Apparat? Guten Tag, Mademoiselle. Freut mich sehr, dass ich Sie erreiche. Befürchtete schon, Sie wären übers Wochenende weggefahren. Nein, ich habe viel zu tun. Wer spricht dort bitte? Mein Name wird Ihnen nichts sagen, aber ich möchte Sie schrecklich gern kennenlernen. So? Und warum, wenn ich fragen darf? Ich möchte mit Ihnen über Choreografie sprechen. Wie bitte? Über Ballett, verstehen Sie nicht? Der Dichter würde sagen, Ihr Kleid war rosenfarbig, Sie wie eine Knospe. Schöner als ein Traum. Was wollen Sie damit sagen? Wie Sie hören, mache ich eine Anspielung auf das berühmte Rosenballett, wo Sie als junges Mädchen so unvergessliche Erfolge für sich buchen konnten. Sind Sie verrückt? Das glaube ich nicht. In diesem Ballett, Mademoiselle, haben Sie damals als eine minderjährige taufrische Rose auf Privatveranstaltungen ganz merkwürdiger Art vor geldschweren älteren Herren getanzt. Stimmt's? Woher wissen Sie das? Unwichtig. Hauptsache ist doch, dass Ihr Bräutigam es nicht weiß. Und viel wichtiger ist, dass er es nicht erfährt. Halten Sie den Mund! Gerne, Mademoiselle. Wenn Sie mir eine kleine Gefälligkeit erweisen. Sie haben keine Beweise. Quatsch, Sie werden es nicht drauf ankommen lassen, dass Ihr Bräutigam... Sie niederträchtige Erpresser! Aber warum denn gleich so böse? Ich mag Ballett sogar sehr gern. Haben Sie doch Verständnis. Ich besitze viel weniger Geld, als Sie denken. Und ich bin viel weniger anspruchsvoll, als Sie glauben. Wie viel wollen Sie? Solche Angelegenheiten sind zu delikat, als dass man sie am Telefon besprechen könnte. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, der auch in Ihrem Interesse sein dürfte. Wir geben uns ein kleines Rendezvous an einem Ort, der öffentlich, aber gleichzeitig unauffällig ist. Was würden Sie von einem Museum halten? Erhabene Atmosphäre, äußerst lehrreich. Sagen wir übermorgen, Montag um 15 Uhr im Louvre, vor der Venus von Milo. Ich werde Sie leicht erkennen, wenn Sie im Knopfloch eine Blume tragen. Wie wär's mit einer rosa Blume? Das ist doch Ihre Lieblingsfarbe, stimmt's? Also gehen Sie zu Ihrer Bank und heben Sie von Ihrem Konto die Summe von... Mademoiselle Martinelle? Guten Tag. Reizend von Ihnen, dass Sie so pünktlich sind. Ist sie nicht unwiderstehlich, die Venus von Milo? Diese unbeschreiblichen Linien? Haben Sie einen Umschlag mit? Diskret bitte. Danke. Ich zähle das Geld nicht nach, ich vertraue Ihnen. Außerdem, Irrtum Ihrerseits könnte katastrophale Folgen für Sie haben. Ich mache Sie darauf aufmerksam, es ist das erste und das letzte Mal, dass ich mich in solche Geschäfte eingelassen habe. Adieu. Selbstverständlich, Mademoiselle. Das letzte Mal. Also auf Wiedersehen. Hallo? Mein Gott, schon wieder Sie. Na und? Freuen Sie sich nicht auf ein nettes Gespräch mit mir?
Bitte, Sie machen es kurz. Meine Putzfrau ist hier. Es ist nicht unbedingt nötig, dass sie alles mit anhört. Gut. Wollte zwar diesmal ganz sanft vorgehen, aber wenn Sie es eilig haben. Also, bin schon wieder in Schwierigkeiten. Sie sind abscheulich. Eine Frau so zu quälen. Wenn eine Frau Geld einbringt, anstatt zu kosten, muss man doch die Gelegenheit ausnutzen. Ist das nicht menschlich? Das ist gemein und feige. Erpressung ist die feigste Gemeinheit. Aber liebe Mademoiselle Martinelle, warum regen Sie sich denn so auf? Ich werde Sie anzeigen. Das ist keine schlechte Idee. Nur haben Sie keine Beweise, vergessen Sie das nicht. Und selbst wenn Sie welche hätten, könnten Sie mich nicht daran hindern, Ihren Bräutigam sofort über alles zu informieren. Werde ich Sie denn in diesem Leben nie mehr los? Aber was denn, nicht gleich so pessimistisch? Ist das allerletzte Mal, reißen Sie sich zusammen. Nur noch ein ganz kleines Treffen. Morgen um 16 Uhr im Museum der Paläontologie. Vor dem Skelett des Dinosaurier. Wie schaffe ich es bloß? Wo kann ich wieder so viel Geld auftreiben? Sie sind doch ein gescheites Mädchen. Ich bin sicher, Sie werden eine Lösung finden. Nur noch eins. Ich fühle mich gezwungen, den Betrag um 10% der zuletzt bezahlten Summe zu erhöhen. Wegen Bedrohung und Beleidigung. Ihre Manieren sind nicht sehr ermutigend, Mademoiselle Martinelle. Das muss ich Ihnen schon sagen. Bis morgen. Sie schuft. Ach, wo um alles in der Welt soll ich bloß das Geld hernehmen? Mademoiselle? Kann ich jetzt das Zimmer sauber machen? Ja, ja, natürlich. Ist was passiert? Ihnen scheint es nicht gut zu gehen, Mademoiselle. Haben Sie Kummer? Nein, nein, nicht im geringsten. Nein, aber Sie sehen so blass aus. Schon gut, schon gut. Was geht mich das an? Ich mische mich nie in fremde Angelegenheiten. Das ist nicht meine Art. Nein, das habe ich schon vorgestern einmal einem jungen Herrn gesagt, bei dem ich jeden Dienstag bin. Der hatte mich nämlich ganz ausdrücklich gebeten, über gewisse Dinge den Mund zu halten. Stellen Sie sich vor, mich. Naja, trotzdem kann ich ihn ja verstehen. Seine Mutter ist so streng katholisch, dass sie einen Heiligenschein haben müsste. Und so schwer herzkrank, dass der Sarg schon im Keller stehen sollte. Wenn die von der Sache erfährt, kriegt sie auf der Stelle einen Anfall und beißt ins Gras. Von welcher Sache denn? Na, dass ihr Sohn längst geschieden ist. Die Arme glaubt noch immer, ihr Sohn wäre glücklich verheiratet. Und dabei hat er seine Frau schon vor einem halben Jahr verlassen. Und jetzt treibt er sich mit allen möglichen Flittchen rum. Na, zum Glück lebt seine Mutter in der Bretagne und so kann er ihr leicht vortäuschen, dass alles in bester Ordnung ist. Er betet seine Mutter nämlich an. Ach, er betet sie an? Ja. Wahrscheinlich hat er auch nicht genügend Geld, um seine arme Mutter anständig pflegen zu lassen. Ach, wo, der verdient sehr viel mit seinen Büchern. So, so, schreibt er Bücher? Ja, am laufenden Band über das Leben der Heiligen. Welche Heiligen denn? Über alle in alphabetischer Reihenfolge. Zurzeit hat er mit dem heiligen Athanase zu schaffen. Na, da wird er ja nie arbeitslos. Nein, nein, das scheint ein gutes Geschäft zu sein. Genauso wie Kriminalromane. Bloß nicht dieselbe Kundschaft. Schreibt er eigentlich unter seinem eigenen Namen? Ja, ja, Monsieur Siberg, Jean Siberg. Das ist schon sein richtiger Name. Monsieur Siberg. Der Patriarch Alexander nähert sich der Menge mit majestätischen Schritten und seine Arme feierlich ausbreitend, richtete er folgende Worte an Sie. Verdammt nochmal. Hallo. Monsieur Siberg? Da bin ich. Lieber Meister, hier spricht eine treue Leserin. Und eine große Verehrerin ihrer Bücher. Ah, so? Welch großes Geschenk haben Sie wieder für uns in Vorbereitung, verehrter Meister? Ich habe soeben den heiligen Athanase erledigt und in einigen Tagen werde ich mich an den heiligen Aubierge machen. Ach, an den heiligen Aubierge, wie aufregend. Ihre Frau Mutter kann stolz auf die Erfolge ihres Sohnes sein. Bedauerlicherweise wäre sie weniger stolz auf das Privatleben desselben Sohnes. Was meinen Sie damit? Naja, Ihre Scheidung und dann die unzähligen, etwas mysteriösen Liebesaffären. Für Ihre arme Mutter wäre es ein harter Schlag, wenn sie das alles erfahren würde. Vielleicht ein zu harter Schlag bei Ihrem Herzen. So, lassen Sie Mama in Ruhe.
Nichts lieber als das, Monsieur Siberg. Wenn Sie mir eine kleine Gefälligkeit erweisen. Bravo, Madame. Kompliment. Sie haben sich einen wahrhaft schönen Beruf ausgesucht. Bei Gott, nicht aus Spaß, Monsieur. Glauben Sie mir, ich... Wie viel wollen Sie? Wenn Sie wüssten, wie durchgedreht und verzweifelt ich bin. Ich tue es wirklich nicht ohne... Los, sagen Sie klipp und klar. Wie viel wollen Sie? Wir müssten folgendermaßen vorgehen. Wir sollten uns an einem Ort treffen, der öffentlich, aber gleichzeitig unauffällig ist. Was würden Sie vom Louvre halten? Als Erkennungszeichen könnten Sie 3 von Ihren Werken mitbringen, am besten sichtbar unter dem Arm. Den heiligen Adrien, den heiligen Amadeus und den heiligen Antonius. Monsieur Siberg? Da sind Sie. Hier, der Umschlag. Danke. Ich schwöre Ihnen, es war mir in meinem Leben noch nie so unangenehm, von einem Mann Geld zu nehmen, wie jetzt. Ich schwöre Ihnen, dass ich in meinem Leben noch nie so ungern einer Frau Geld gegeben habe, wie jetzt. Ich hoffe, mich nie mehr an Sie wenden zu müssen, Monsieur. Und ich hoffe, Sie nie mehr wiedersehen zu müssen, Mademoiselle. Hallo? Ich bin's wieder. Monsieur Letoire. Oh. Seit seiner frühesten Kindheit zeichnete sich der kleine Aubiens durch eine ruhige und milde Natur aus. Als einige Spielkameraden sich sein zartes Gemüt zunutze machen wollten und ihn beiseite nahmen, antwortete er ihnen: Himmel, Arsch und Wolkenbruch, hallo! Monsieur Siberg? Ja, am Apparat. Ah. Sie sind es schon wieder. Leider Gottes, Meister. Geht die Arbeit gut voran? Haben Sie den heiligen Athanase schon fertig gemacht? Ja. Und den heiligen Aubierge jetzt in Behandlung? Ja. Na wunderbar, das trifft sich ja prächtig. Dann hat Ihr Verleger Ihnen den Restbetrag für den Athanase ausbezahlt und einen Vorschuss für den Aubierge gegeben. Nun, da ich mich gezwungen fühle, Sie wieder mal um eine Kleinigkeit zu bitten... Ah, ich hab schon erwartet. Sagen Sie, halten Sie mich für einen Esel, der Dukatenschein... der Geld produziert? Aber es ist zwecklos, sich zu erregen, Monsieur Siberg. Ich kann Ihre Gefühle sehr gut verstehen, wenn Sie glauben, es bereitet mir Vergnügen, Ihnen... Erpressung ist die feigste Gemeinheit, die ich überhaupt... Wem sagen Sie das, Meister? Jetzt hören Sie gut zu. Sie kriegen von mir keinen roten Heller mehr. Ach, wirklich? Ja. Sind Sie aber ein schlechter Sohn. Der kleine Aubierge hätte sowas seiner Mutter nie angetan. Der hätte alles gegeben, damit seine arme Mama nichts von seiner Scheidung und den diversen Nutten erfährt, mit denen er sich herumtreibt. Der kleine Aubierge hätte schon längst Anzeige erstattet und ich werde dasselbe tun. Schön. Dann werde ich Ihrer armen Mama sofort mitteilen müssen, dass der Autor der frommen heiligen Biografien alles andere als fromm ist. Gut, ich gebe Ihnen das Geld. Aber ich versichere Ihnen, es ist das letzte Mal. Hallo? Mademoiselle Martinelle, ich muss Sie erneut sehen, am Freitagnachmittag. Ach, Sie. Schon wieder Sie. Monsieur Siberg, ich habe Ihr Schlafzimmer fertig. Kann ich jetzt hier im Arbeitszimmer anfangen? Nein, so setze ich ja nicht. Ich bin beim äußerst schwierigen Kapitel. Kommen Sie in 10 Minuten wieder. Ich kann aber sonst nichts mehr machen. Ach, tun Sie doch, was Sie wollen. Hier, kaufen Sie eine Zeitung. Welche denn? Na, irgendeine. Immer diese blöden Aufträge, aber gut, ich gehe schon. Hallo. Hallo, Monsieur Siberg. Ach, schon wieder Sie. Ich weiß gar nicht, wie ich mich entschuldigen soll, Meister. Ja, Sie sollen sich nicht ständig entschuldigen. Und hören Sie endlich auf, mich Meister zu nennen. Sagen Sie kurz, was Sie wollen. Meine Putzfrau kommt jeden Augenblick zurück. Ich möchte nicht, aber dass natürlich, Sie... Aber natürlich, Monsieur Siberg, ich verstehe. Sie haben zweifellos schon erraten, warum ich wieder anrufe. Mademoiselle, ich habe kein Geld mehr. Nichts. Gar nichts mehr.
Ja, glauben Sie, ich habe eine Gelddruckerei. Und Ihre Bücher und der heilige Aubierge, sind die vielleicht nichts? Wir sehen uns übermorgen. Donnerstag um 16 Uhr im Museum der Paläontologie. Mein Gott, das habe ich denn verbrochen. Ich kann diese Museen nicht länger ertragen. Ich hasse Museen. Tut mir leid. Na, können wir uns denn nicht wenigstens woanders treffen? In einem Park zum Beispiel. Ja, einverstanden, Meister. Sie haben ganz recht, ein Park ist viel gemütlicher. Mit Vogelgezwitscher und so. Ja, warum haben Sie das eigentlich nicht schon früher vorgeschlagen? Ich bin Ihnen dankbar für Ideen und für Verbesserung der Atmosphäre unserer Zusammenkünfte. Also, dann übermorgen Donnerstag um 16 Uhr im Garten des Palais de Chaillot. Zweite Allee rechts vorm Aquarium. Ich verlasse mich auf Sie. Und pünktlich, bitte. Wo soll ich denn das Geld herzaubern? Wo zum Teufel nochmal? Hier ist die Zeitung, Monsieur Siebert. Ich habe nach irgendeinem Tagesblatt gefragt. Ist das so recht? Ja, danke, legen Sie hierher. Geld, das verdammte Geld. Lesen Sie die Zeitung denn nicht? Ich? Nein. Darf ich sie mir mal anschauen? Ja, natürlich, ja, lesen Sie ruhig was. Dankeschön. Sieh mal einer an, das ist aber ulkig. Was, ulkig? Hier, dieses Foto, die schreiben, dieser Mann ist verschwunden. Ja, wahnsinnig ulkig. Ja, aber ich habe doch diesen Mann gesehen. Die schreiben hier, dieser Mann wäre an einem Samstagmorgen verschwunden. Und dabei habe ich ihn an eben diesem Samstagmorgen gesehen, bei einem Herrn, wo ich Samstag immer arbeite, Monsieur Letoire. Hören Sie, Georgette, ich habe sehr viel zu tun. So, das ist aber merkwürdig. Ich bringe hier in der Zeitung kein Wort von Monsieur Letoire. Bloß, dass der andere Herr seine Wohnung verlassen hat und seitdem nicht mehr gesehen worden ist. Ja, dann ist er eben nicht der, den Sie gesehen haben und damit Schluss. Nein, ich kann mich sogar sehr gut erinnern, Monsieur. Als dieser Herr zu Monsieur Letoire kam, war er sehr zornig. Und ich dachte mir noch, die beiden geraten sich bestimmt in die Haare. So? Komisch. Haben Sie auch gehört, was die beiden miteinander sprachen? Das nicht, Monsieur Letoire schickte mich weg zum Einkaufen. Und als ich zurückkam, war der andere Herr schon weg. Bloß seinen Hut hat er da gelassen. Na und? Er ist doch wahrscheinlich wiedergekommen, um ihn zu holen. Nein, wo der nur seinen Kopf hatte. Ja, was, und Monsieur Letoire ist ihm nicht nachgelaufen, um den Hut zurückzugeben? Ach, der hat's ja gar nicht selber gemerkt. Und als ich ihn darauf aufmerksam machte, war er so überrascht, dass ihm die Schaufel fast aus der Hand gefallen ist. Die Schaufel? Welche Schaufel? Die Schaufel, mit der er im Garten Kartoffeln gelegt hat. Was? Hat in seinem Garten Kartoffeln gelegt? Ja, eigentlich war er schon fertig damit. Er hat bloß noch das Loch zugeschaut. Das Loch? Wie groß war dieses Loch, Georgette? So, ganz normal, würde ich sagen. Na, was meinen Sie mit normal? Wie lang, wie breit? Strengen Sie sich ein bisschen an. Naja, das war so ungefähr so lang und so breit wie ein normaler Mensch. Wissen Sie, der lebt ganz allein, der Monsieur Letoire. Und da hat er halt Kartoffeln für eine Person gelegt. Ah. Ich war nur deshalb ein bisschen erstaunt, weil ich zum ersten Mal gesehen habe, dass er im Garten arbeitet. Ja, und als Sie den Hut seines Besuchers erwähnten, war er da sehr verstört? Das kann man wohl behaupten. Und dann wollte er auch unbedingt, dass ich niemandem auch nur ein Wort von diesem Besuch erzähle. Als ob ich eine Klatschtante wäre. Ich sag doch nie ein Wort. Sehr richtig, Georgette. Machen Sie nur so weiter. Kein Wort. Wenn dieser Monsieur, wie war doch sein Name? Letoire. Also wenn dieser Monsieur Letoire, der in, wo wohnt er noch? In Saint-Cloud, Rue de Buzanval 29. Richtig, also, wenn dieser Monsieur Letoire, der in der Rue de Buzanval 29 in Saint-Cloud wohnt, Sie um Stillschweigen gebeten hat, da wird er zweifellos seine Gründe dafür gehabt haben, nicht wahr? Naja, ganz bestimmt, das Privatleben geht doch niemandem was an, Monsieur. Dann sind wir uns einig. Und nun, Georgette, können Sie gehen. Aber was ist denn mit Ihrem Arbeitszimmer? Machen Sie es nächstes Mal doppelt gründlich. Ich habe hier jetzt Dringendes zu erledigen. Oh, wie Sie wollen, Monsieur Siebert. Also, dann bis nächsten Dienstag. Lassen Sie meine Zeitung hier. Ja, nur ich dachte, die brauchen Sie nicht, wenn Sie arbeiten. Doch, ich will sie jetzt gleich lesen zur Entspannung. Und bevor Sie weggehen, geben Sie mir noch das Telefonbuch her. Hallo? Monsieur Letoire? Ja, ich bin am Apparat. Hoffentlich störe ich Sie nicht, Monsieur. Ich bin eben dabei, wegzugehen. Oh, entschuldigen Sie. Ich wollte Sie nur wegen Monsieur Grodieu sprechen. Aber ich rufe Sie dann ein andermal an. Hallo? Hallo, wer spricht denn da? Mein Name würde Ihnen nicht sagen.
Ich bin ein guter Freund des armen Grodieu, der verschwunden ist, wie Ihnen bekannt sein dürfte. Na und? Ich habe soeben sämtliche Zeitungen durchgesehen und musste mit großer Überraschung feststellen, dass kein einziger Bericht erwähnt, dass er vor seinem Verschwinden bei Ihnen war. Bei mir? Monsieur Grodieu? Woher haben Sie denn das? Von ihm selbst. Grodieu hat Ihnen persönlich erzählt, er wollte bei mir einen Besuch machen? Ja, gewiss. Nun, ich muss Sie enttäuschen, Monsieur. Er hat gelogen. Gelogen? Wieso? Weil er mir ausdrücklich versicherte, keinem Menschen etwas davon gesagt zu haben. Keinem Menschen? Keinem Menschen. Von seinem Besuch? Ja, von seinem das heißt, Besuch wäre ein wenig übertrieben. Ist bei mir zufällig vorbeigekommen. Ach, glauben Sie nicht, Monsieur Letoire. Sie sollten der Polizei davon berichten. Der Polizei? Na genau. Man kann ja nie wissen. Es könnte vielleicht helfen, meinem armen Freund auf die Spur zu kommen. Manchmal genügt ein winziges Detail, eine Untersuchung entscheidend weiterzubringen. Was halten Sie davon? Was ich davon halte? Nun, ehrlich gesagt, ich glaube, es würde die Sache nur noch mehr verwirren. Warum sollte man die Polizei auf eine falsche Spur lenken? Da haben Sie recht. Na, abgesehen davon, dass Ihr Freund vielleicht gar keinen Wert drauf legt, wieder aufzutauchen. Falls es sich zum Beispiel um eine Flucht handelt. Eine Flucht? Ja, ganz recht. Na, möglicherweise befindet er sich jetzt wohl verborgen, in Ruhe, fern vom Gedränge der großen Welt, in einem kleinen Dorf oder auf einem einsamen Bauernhof, tief im Wald. Oder tief in einem Garten. Ja, richtig, oder tief im Garten. Was meinen Sie damit? Ja, ein stiller Platz in einem Garten war doch schon immer sein sehnlichster Wunsch. Na, sehen Sie, vielleicht ist er jetzt erfüllt, dieser Wunsch. Also warum noch die Polizei bemühen? Natürlich, es wäre ein Fehlgriff. Ja, Sie sagen es. Ja, und Fehlgriffe kosten oft sehr viel. Ja, sehr viel. Was würde zum Beispiel Ihrer Meinung nach dieser Fehlgriff kosten? Wie bitte? Na, ich meine, was würde es Sie kosten, der Polizei zu sagen, dass mein armer Freund Grodieu tief in einem Garten verborgen liegt? Lebenslänglich? Oder noch mehr? Sagen Sie mal, was quatschen Sie denn da? Sagen Sie doch ganz beruhigt, ist ja alles in Ordnung. Wenn Sie mir eine kleine Gefälligkeit erweisen. Bei meiner Ehre, das ist doch Erpressung. Erpressung ist doch arg übertrieben. Es handelt sich nur um ein kleines Geschäft. Erpressung und das mir. Also Sie sind ein feiger, widerlicher Wurm, Sie. Sagen Sie mal, schämen Sie sich gar nicht? Ja, warum sollte ich? Schon der Apostel Paulus sagte, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Glauben Sie mir, Monsieur, wenn es nicht wegen meiner armen alten Mutter wäre. Sie, Heuchler, Sie, Gottesfrevler. Wie viel wollen Sie? Diese Art von Geschäft ist mir leider neu, aber ich dachte mir, wir treffen uns an einem Ort, der öffentlich, aber gleichzeitig unauffällig ist. Denken Sie etwa an ein Museum? Beim heiligen Athanase? Nein, keine Museen. Nein, eher ein Park. Na, sagen wir im Park des Palais de Chaillot am Donnerstag. Um 15 Uhr. Tragen Sie als Erkennungszeichen einen Kriminalroman in der Hand. Um 15 Uhr kann ich nicht, da bin ich beschäftigt. Na, und außerdem hasse ich Kriminalromane. Ja, gut, dann nehmen wir bessere Literatur. Bringen Sie den Roman von Le Nôtre im Schatten der Guillotine. Der wird Sie auch von dummen Gedanken abhalten. In Ordnung, Sie Erpresser. Aber könnten wir uns vielleicht übermorgen treffen? Wie Sie wünschen. Um 15 Uhr. Unmöglich, frühestens 18 Uhr. Also Schluss jetzt mit den Ausflüchten. Es bleibt am Morgen. Morgen Mittwoch um 21 Uhr im Park des Palais de Chaillot. Zweite Allee rechts vom Aquarium. Wie viel Geld soll ich mitbringen? Für Ihren Fall lässt sich eigentlich kein Preis bestimmen. Darum halte ich mich an meine Bedürfnisse. Heben Sie also von Ihrem Bankkonto den Betrag... Hallo? Hallo. Mademoiselle Martinel. Ich muss Sie unbedingt morgen sehen. Monsieur Lectoire? Aber wir sind doch erst für Freitag verabredet. Es ist todernst. Ja, sonst war es nur Spaß. Unvorhergesehene Umstände zwingen mich, unser Stelldichein vorzuverlegen und die Summe zu verdoppeln. Sind Sie vollkommen wahnsinnig geworden? Leider nein. Zwingende Umstände, höhere Gewalt oder wie Sie es nennen wollen. Also morgen Mittwoch 14 Uhr im Museum Galliera. Morgen Nachmittag ausgeschlossen. Ich kann es einfach nicht schaffen. Gut, dann morgen 20.45 Uhr. Letzter Termin.
Da ist das Museum schon geschlossen. Ach ja, richtig. Ja, dann treffen wir uns, na was weiß ich, im Park. Nein, im Park? Sie auch schon? Wieso, ich auch? Nichts. Welchen Park schlagen Sie vor? Der Champ de Mars wäre mir angenehm. Ich habe in der Nähe was zu tun. Also, die erste Allee links vom nördlichen Grundpfeiler. Hallo? Hallo, Monsieur Siebert. Ich bin sehr aufdringlich, aber ich muss Sie unbedingt sehen. Ach, Sie. Ja, ich weiß, am Donnerstag. Nein, unvorhergesehene Umstände zwingen mich, unsere Verabredung vorzuverlegen und die Summe zu verdoppeln. Haben Sie den Verstand verloren? Noch nicht, aber wenn das so weitergeht... Also morgen Mittwoch um 14 Uhr. Aber bis morgen Nachmittag kann ich das Geld niemals... Nein, niemals! Ja, also dann morgen Abend um 20.30 Uhr. Letzter Termin. Morgen Abend, letzter Termin. Und wo? Wieder im Park des Palais de Chaillot? Ja, das wäre mir am liebsten. Ich habe nämlich in der Gegend zu tun. Hallo? Hallo, Monsieur Letoir, ich bin es wieder. Ach, Sie. Was wollen Sie denn noch? Das Doppelte. Also, das ist doch der Gipfel der Unverschämtheit. Eine Situation so zu missbrauchen. Ich habe keine andere Wahl. Unvorhergesehene Umstände. Außerdem bin ich gezwungen, unser Rendezvous von 21 Uhr auf 20.15 Uhr vorzuverlegen. Aber hören Sie doch... Kein Wort mehr, hören Sie. Im Park des Palais de Chaillot um 20.15 Uhr. Letzter Termin. Hallo? Wieder ich. Was wollen Sie denn noch? Das Dreifache. Sie... Mir fehlen die Worte. Das ist Sadismus. Ja, tut mir leid, aber neuerlich aufgetretene Verpflichtungen zwingen mich dazu. Und dann muss ich unser Rendezvous um eine Dreiviertelstunde vorverlegen. Das heißt also morgen auf dem Champ de Mars um 20 Uhr statt 20.45 Uhr. Letzter Termin. Hallo? Monsieur Sieberg? Oh. Es tut mir sehr leid. Es ist mir etwas dazwischen gekommen. Neuerlich aufgetretene Verpflichtungen zwingen mich, unser Rendezvous eine Dreiviertelstunde vorzuverschieben. Was? Eine Dreiviertelstunde? Sie auch? Ich warte auf Sie morgen im Park des Palais de Chaillot, aber um 19.45 Uhr statt um 20.30 Uhr. Ja, beinahe hätte ich das Allerwichtigste vergessen. Bitte bringen Sie das Dreifache mit. Wie bitte? Das Dreifache. Letzter Termin. Hallo? Seien Sie nicht böse. Schon wieder Sie? Ja, schon wieder. Entschuldigung, bitte. Schon wieder unvorhergesehene Umstände? Ja, schon wieder. Aber neuerlich aufgetretene Verpflichtungen zwingen mich, unser Zusammentreffen eine Dreiviertelstunde vorzuverschieben. Verstehen Sie doch. Schon wieder eine Dreiviertelstunde? Aber das hört doch zur Manie. Ja, aber ansonsten alles wie vorher besprochen. Also morgen Abend um 19.30 Uhr anstatt um 20.15 Uhr. Vergessen Sie es nicht, bitte. Ja, nein. Und die dreifache Summe. Was, die drei? Die drei? Die dreifache Summe. Letzter Termin. Hallo? Aber ich kann doch gar nicht so viel Geld auftreiben. Hallo? Letzter Termin. Warte, du Blutsauger. Hier werde ich einen letzten Termin verpassen. Dort das Aquarium. Ja, und hier ist die zweite Allee rechts. Ja, hoffentlich habe ich mich nicht verirrt. 19.30 Uhr. Ich hätte nie gedacht, dass ein öffentlicher Park so menschenleer sein kann. Um 7:30 Uhr abends, im Herzen von Paris. Wie ausgestorben. Wo bleibt er bloß? Hoffentlich kommt er pünktlich. In 15 Minuten muss ich das Geld dieser schamlosen Weibsperson weitergeben. Welch peinliche Situation. Ah, da kommt jemand. Das ist ein Mann. Er hält ein Buch in der Hand. Schatten der Guillotine. Ja, das ist der Roman. Nur kein Zweifel. Der Mann ist Letoir. Mein Gott, wie mein Herz klopft. Nimm dich zusammen, Ziberg. Monsieur Letoir? Ja. Entschuldigen Sie das alles, aber ich tue es nur für meine arme Mutter. Haben Sie das Geld bei sich? Ja, in meiner Tasche. Gut. In meiner Revolvertasche.
Seine alte Mutter hat mich wahrhaftig für einen Idioten gehalten. Aber nun klar gedacht, ein Schuss aus unmittelbarer Nähe ist ausgezeichnet. Jetzt die Pistole in seine rechte Hand. Ich habe Handschuhe an, also werden nur seine Fingerabdrücke auf der Pistole sein. Das ist sicher. 7:40, alles geht wie geschmiert. Ich brauche mich gar nicht zu beeilen. 8:00 werde ich auf dem Champ de Mars sein. Verdammt, da kommt doch jemand. Leb wohl, Freundchen. Ich muss dich verlassen. Und schönen Gruß an deine Frau Mama. Keine Menschenseele. Monsieur Siberg? Monsieur Siberg, sind Sie da? Merkwürdig. Ich habe doch einen Schuss gehört. Bin ich überhaupt an der richtigen Stelle? Doch, das ist die zweite Allee rechts vom Aquarium. 7:40. Naja, ich bin ein bisschen früh gekommen. Siberg hatte ganz recht. Ein Park mit Bäumen ist viel gemütlicher als das Skelett des Dinosaurs. Da liegt ein Mann. Der ist tot. Das ist doch... Siberg? Ja, Siberg. Das Hemd ist voll Blut und hat eine Pistole in der Hand. Der Dummkopf hat sich umgebracht, so ein mieser Schwächling. Schauen wir mal in den Taschen nach, ob er sich an unsere Abmachung gehalten hat. Natürlich nicht. Das habe ich doch geahnt. Kein Pfennig in der Tasche. Da haben wir es. Der Herr schreibt Heiligenbücher und dann begeht er Selbstmord und lässt die anderen in der Tinte sitzen. Diese Gleichgültigkeit, dieser Egoismus. Dabei muss ich in 10 Minuten auf dem Champ de Mars sein und dem anderen Scheusal das Geld geben, das diese hinterlistige Bestie nicht mitgebracht hat. Kann ihm doch nicht diese Pistole mit... Moment mal. Die Pistole. Gar keine schlechte Idee. Durch den Selbstmord von Siberg sitze ich zwar noch tiefer in der Klemme, aber wenn der andere Schuft sich auch umbringt, würde mir das endgültig aus der Patsche helfen. Na endlich. Warum so spät? Um mein Haar hätte es überhaupt nicht geklappt. Offensichtlich wussten Sie aber doch noch zu helfen. Ja, in letzter Minute. Durch einen genialen Einfall. Na los, geben Sie her. Mit Vergnügen. Hier. Erledigt. Nie mehr wirst du mich mit deinen Anrufen belästigen, mein Süßer. Das wird mir fehlen, was? Hier, nimm als Trost diese Pistole da in dein Händchen. So. Ein klarer Fall von Selbstmord. Hallo? Hallo? Ach, ich bin ja blöd, das war doch an der Wohnungstür. Zu dumm, dass ich immer noch diesen Telefonkomplex habe. Noch nach einer Woche. Wenn nur nicht die Polizei. Polizei. Hoffentlich ist sie das nicht. Ja. Ja, ich komme schon. Guten Morgen, Mademoiselle. Ach. Sie sind's, Georgette. Ja, natürlich, heute ist Donnerstag, Ihr Tag. Ich hab's ganz vergessen. Haben Sie mir aber einen Schrecken eingejagt, Mademoiselle? Ich Ihnen? Warum denn? Ich dachte, Sie wären auch tot. Tot? Keine Spur. Also ich weiß nicht, was los ist. Meine Kunden sterben wie die Fliegen. Allein diese Woche gleich 2. Bei dem Tempo bin ich bald arbeitslos. Verstehen Sie jetzt, Mademoiselle, ich war so beunruhigt, weil Sie die Tür nicht gleich aufgemacht haben. Ich dachte, jetzt hat man die auch noch umgebracht. Was sagen Sie da, Georgette? 2 von Ihren Kunden sind umgebracht worden? Ja, stellen Sie sich vor, und ich in die ganzen Untersuchungen verwickelt. Aber die Zeitungen berichteten kein Wort von Untersuchungen. Und solange die Untersuchungen nicht abgeschlossen waren, musste doch alles geheim gehalten werden. Dann sind Sie jetzt abgeschlossen.
Nach dem, was mir die Polizei gesagt hat, ja. Hat die Polizei Sie verhört? Natürlich. Ich bin auch die Putzfrau von den beiden Ermordeten. Ich bin sogar Hauptzeugin in der Sache. Wieso Hauptzeugin? Sie haben doch nichts gesehen. Ich wollte sagen, Sie war doch hoffentlich nicht direkt beteiligt. Das war so, Mademoiselle. Ich habe Ihnen doch von einem meiner Kunden erzählt, von Monsieur Siberg, der mit der herzkranken Mutter, erinnern Sie sich nicht? Ja, flüchtig. Ja, den hat man vorige Woche an einem Abend in der Nähe des Palais Chaillot tot aufgefunden. Nein. Ja, aber das Schlimmste wissen Sie ja noch gar nicht. Den anderen Kunden von mir, Monsieur Letoir, den hat man am selben Abend gar nicht weit davon auf dem Champ de Mars entdeckt. Auch tot. So ein Zufall. Ja, und die Polizei ermittelte sofort, dass beide mit derselben Pistole umgebracht worden sind. Aber Monsieur Siberg hat als erster dran glauben müssen. Und daraus wurde der Schluss gezogen. Monsieur Letoir hat Monsieur Siberg umgebracht und anschließend Selbstmord begangen. Nein. Ja. Die Polizei holte dann Erkundigungen über beide Herren ein. Und wissen Sie, was die herausgefunden haben? Nein, aber sagen Sie es schon. Dass Monsieur Siberg und Monsieur Letoir sich überhaupt nicht gekannt haben. Sie hatten keine gemeinsamen Bekannten. Nicht einmal gemeinsame Freundinnen. Aber sie hatten dieselbe Putzfrau. Nun, ich hoffe, Georgette, die beiden haben sich nicht ihretwegen umgebracht. Nein, nicht meinetwegen, bloß ein bisschen durch meine Schuld, Mademoiselle. Das sagt jedenfalls die Polizei. Doch Ihre Schuld? Ja, nämlich irgendwann so nebenbei, da habe ich Monsieur Siberg von Monsieur Letoir erzählt. Und da muss er wohl auf die Idee gekommen sein, dass Monsieur Letoir einen umgelegt hat. Das hätte ich mir denken können, bei so einem Mörderkopf. Wieso? Haben Sie ihn denn gekannt? Ich? Nein. Ich nehme nur an, er muss einen Mörderkopf gehabt haben. Wenn er... Hat er keinen? Nicht mehr als Sie zum Beispiel. Was sagen Sie da? Aber um es kurz zu machen, Mademoiselle, Monsieur Siberg hat also rausgekriegt, dass Monsieur Letoir einen umgebracht hat. Aber er hat ihn nicht angezeigt. Er hat ihn bloß um eine kleine Summe gebeten. Aber statt dass Monsieur Letoir sich jetzt dankbar gezeigt hätte, schießt er doch den armen Monsieur Siberg einfach tot. Und dabei hat er schon einen umgebracht. Naja, vielleicht hat er auch Angst. Es könnte doch früher oder später alles rauskommen. Diese Schlussfolgerungen hat also die Polizei gezogen. Wissen Sie das genau? Natürlich, ich war doch die ganze Zeit dabei. Und außerdem gehörte doch die Pistole Monsieur Letoir. Monsieur Letoir, ist das sicher? War es nicht die von Monsieur Siberg? Nein. Monsieur Letoir hat doch auch sein erstes Opfer mit dieser Pistole erschossen. Hat man denn das erste Opfer gefunden? Ja, stellen Sie sich vor, und wieder ganz allein durch mich. Als ich nämlich alles der Polizei erzählt habe, da sind Sie sofort in den Garten von Monsieur Letoir gegangen und haben dort die Leiche seines ersten Opfers ausgegraben. Und keine Kartoffeln. So ist das also. Mir haben Sie von Monsieur Siberg erzählt und Monsieur Siberg von Monsieur Letoir. Haben Sie nicht zufällig bei Monsieur Letoir auch über mich gesprochen? Nein, Mademoiselle, wo denken Sie denn hin? Gut, vielleicht habe ich Ihren Namen kurz erwähnt und dass Sie Tänzerin waren und Ihr Bräutigam es nicht sehr gern hätte, wenn er es wüsste. Das haben Sie doch alles am Telefon zu Ihrer Freundin gesagt. Ja, ich verstehe vollkommen. Und haben Sie auch der Polizei etwas von mir gesagt? Nein, von Ihnen kein Wort. Warum? Hätte ich denn von Ihnen was sagen sollen? Nein, ich bin doch für die Polizei völlig uninteressant. Auf alle Fälle ist die Untersuchung abgeschlossen, nicht wahr? Ja, das haben die mir wenigstens gesagt. Man wird sie nicht mehr verhören. Nein, die ließen mich meine Zeugenaussagen unterschreiben und erklärten mir, dass sie mich nun nicht mehr brauchten. Ach, wie schön ist doch das Leben, Georgette, ohne diese ständigen Telefonanrufe. Sie sind ja ganz blass geworden. Wollen Sie, dass ich abhebe, Mademoiselle? Nein. Lassen Sie mal. Hallo? Wenn ich Sie störe, kann ich herausgehen, Mademoiselle. Ach, du bist das Liebling. Hast du mir einen Schrecken eingejagt? Ja, ich war ein bisschen nervös, weißt du. Das ist alles. Was sagst du? In einem Monat? Ist das dein Ernst? Oh, mein Schatz, ich liebe dich wahnsinnig.
Aber natürlich bin ich einverstanden. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich. In Ordnung, heute Abend, Liebling. Ciao. Eine gute Nachricht? Ja, Sie brauchen mir nicht zu erzählen, Mademoiselle, wenn Sie glauben, ich sei indiskret. Aber Georgette, stellen Sie sich vor, mein Bräutigam hat eben angerufen und endlich den Termin für unsere Hochzeit festgesetzt. In einem Monat bin ich verheiratet. Na, das ist aber bestimmt eine gute Nachricht. Ich fürchte, meine arme Georgette, für Sie ist es keine. Wieso? Ich freue mich doch immer über das Glück der anderen. Und wenn ich Ihnen behilflich sein kann... Leider nein, Georgette. Ich muss mich von Ihnen trennen. Wenn ich heirate, gebe ich diese Wohnung auf. Tja, aber... Kann ich denn nicht in der neuen Wohnung wieder für Sie arbeiten? Leider nein. Ich glaube, mein zukünftiger Mann hat diesbezüglich schon Entscheidungen getroffen. So? Ja. Und Sie sind doch nicht böse auf mich, weil ich Monsieur Letoir von Ihnen erzählt habe. Oder glauben Sie jetzt, man könnte mir nicht mehr trauen? Nein, Georgette. Ganz bestimmt nicht? Natürlich nicht. Wie können Sie sowas denken? Naja, das Sprichwort hat schon recht. Alle guten Dinge sind drei. Zwei Kunden bringen sich um und die dritte heiratet. Saure Gurkenzeit für mich. Aber in gewissem Sinn kommt mir das sehr gelegen. Ich möchte nämlich nicht mehr arbeiten. Ach, wollen Sie auch heiraten? Nein. Ich will ab jetzt von meiner Rente leben. Sie haben eine Rente? Noch nicht. Aber ich bekomme sie. Ach, und von wem? Von Ihnen, Mademoiselle. Von mir? Wie kommen Sie auf so eine verrückte Idee? Durch die Polizei, Mademoiselle. Denken Sie, diese gute Idee stammt eigentlich von der Polizei. Die hat mir nämlich erklärt, dass Monsieur Letoir viel Geld an Monsieur Siberg bezahlen musste, damit Monsieur Siberg nichts von dem Mann im Garten erzählt. Naja, also erstens habe ich keinen Garten und zweitens... Ja, und dabei kam mir eine Idee, Mademoiselle. Da habe ich ganz einfach vergessen, beim Verhör von gewissen Dingen zu reden, zum Beispiel von Ihnen. Diese ganzen Geschichten, diese Erpressungsgeschichten sind doch so grässlich, nicht? Naja, und... Da dachte ich, man könnte das alles mit einer kleinen Monatsrente aus der Welt schaffen. Was meinen Sie? Und später könnte ich ja dann zu Ihnen in die neue Wohnung ziehen, ne? Ihr Gedächtnis ist sehr schlecht, Georgette. Sie haben nämlich auch vergessen, was mit Monsieur Siberg und Monsieur Letoir geschehen ist. Keineswegs, Mademoiselle. Die Polizei hat mir nämlich auch da geholfen. Wenn nämlich der arme Monsieur Siberg vor seinem Tod bei seinem Notar einen Brief deponiert hätte, in dem alles stand, was er von Monsieur Letoir wusste, und wenn er Monsieur Letoir von diesem Brief erzählt hätte, würde er nie gewagt haben, ihn umzubringen. Verstehen Sie? Aber ich habe das getan. Alles ist hübsch aufgeschrieben. Ihr früherer Beruf, dass ihr Bräutigam den Tanz nicht sehr liebt, die Sachen mit Monsieur Letoir, Monsieur Siberg, und der Brief liegt beim Notar meiner Familie auf dem Land. Aber keine Angst, Mademoiselle. Der darf nur aufgemacht werden, wenn mir was Schlimmes zustößt. Verstehen Sie? Und ich rechne nicht damit. Ich bin gesund, bei besten Kräften und will noch lange leben, Mademoiselle. Lange genug, um ihre Kinder zu wiegen und auch noch ihre Enkelkinder. Ich mag nämlich Kinder so gern. Glauben Sie mir, Mademoiselle, es ist heutzutage so schwer, eine vertrauenswürdige Person zu finden, die auch noch treu ist. Und das bin ich, Mademoiselle. Ich werde Sie und Ihre Familie nie mehr verlassen. Solange ich lebe, Mademoiselle. Nie.